Liebe Gartenfreunde, an diesem Samstag, dem 23. April 2022, am Nachmittag, so gegen 3:30, habe ich mich dann doch entschieden, einen kleinen Gartenrundgang mit Ihnen zu machen. Nach Thermometer sollen es 16 Grad im Schatten sein. Wir haben noch immer ein bisschen einen ruppigen Ostwind, 30 km/h. Wenn man im Schatten dem Wind ausgesetzt ist, fühlt es sich ein bisschen unangenehm an, aber hier in der Sonne auf der Südseite meines Hauses, in dem ich wohne, geht es recht angenehm. Hier ist auch etwas windgeschützt, hier bin ich vor dem Wind etwas abgeschirmt. Deswegen mache ich mit Ihnen jetzt einfach einen kleinen Gartenrundgang. Ich habe wieder ein bisschen das Problem, dass ich eben den schwarzen Bildschirm sozusagen, das schwarze Screen meines Handys vor mir sehe. Ich sehe also nicht genau, was ich filme. Deswegen heute nur Gesamtaufnahmen und Annäherungsversuche. Und wir starten bei dem Beet unmittelbar neben dem Treppenaufgang mit der Pfingstrose. Und da möchte ich Ihnen einfach nur zeigen, Sie sehen es vielleicht schon selbst, die Knospen sind sehr schön groß geworden. Sie stehen, ja, ich würde sagen, vielleicht eine Woche, maximal 10 Tage vor dem Öffnen, vielleicht auch noch etwas weniger. Das wird man sehen müssen die nächsten Tage. Entscheidend hierbei sind die Temperaturen. Hier eine Pfingstrose, eine Strauchpfingstrose, Peonia suffruticosa, eine rosa blühende Sorte, einem herrlichen Pink. Ja, vielleicht noch eine Woche, dann dürfte sie eigentlich ihre Blütenknospen öffnen. Hier unten steht Canna indica. Ja, ich denke, die wird wachsen und gedeihen. Dieses wunderschöne, hübsche Blatt hier unten. Ja, jetzt sehe ich ein bisschen, was ich hier filme, aber sehen Sie dieses zweifarbige Blatt, was gerade dabei ist, sich zu entfalten. Ja, so wird es gehen, so wird es vorangehen. Ich denke, da kommen wir dann ganz gut voran. Und die Kanne steht ja hier, weil sie hier vor der Südseite des Hauses steht, steht sie auch geschützt vor den kalten Winden, die zurzeit noch aus Ost oder Nordost wehen. Hier steht sie geschützt. Hier kann ja eigentlich nichts passieren. Dann hier noch mal eine Strauchpfingstrose, auch mit großen Blütenknospen, wie so eine kleine Zuckertüte oder ja, wie so ein Tütchen sieht das aus, ne? Ja, schöne große Blüten. Also ich denke auch hier, die wird auch in einer Woche, wenn die Temperaturen es einigermaßen zulassen, dann wird sie ihre Blüten öffnen. Morgen soll es wahrscheinlich ein bedeckter Tag hier bei uns im Norden werden, bei 11 Grad. Mehr sind nicht vorhergesagt. Und danach soll es aber dann wieder etwas sonniger und wärmer werden. Regen könnten wir gebrauchen, aber der kommt noch nicht. Dann habe ich hier was Erfreuliches festgestellt bei meinen Säckelblumen. Aber ich denke, das wird mit der Kamera zu schwierig sein, es einzufangen. Ich möchte es nur berichten, der Vollständigkeit halber. Die hatte ich ja sehr stark zurückgeschnitten. Die Säckelblume blüht von Juli bis Oktober, bis der Frost, bis der erste Frost, der etwas ernstzunehmendere Frost, den Blüten dann ein Ende macht. Aber so lange blüht sie. Und da sie noch so lange Zeit hat mit dem Austrieb, lässt sie sich auch diese Zeit, aber sie kommt. Ich habe gesehen, die Knospen sind da, sie wachsen auch ganz langsam. Aber die Säckelblume, sie ist ein klassisches Kind des Südens. Sie wird besonders diese Sorte Gloire de Versailles und Henri de Fosse, die ich ja beide habe, also Ceanotus delilianus, wird in Frankreich, in Südfrankreich, gezüchtet und gezogen und verkauft und erfreut sich offensichtlich in Frankreichs Gärten großer Beliebtheit. Ist ja auch kein Wunder, dort gedeiht sie und ja, die Winter sind nicht so streng und die Sommer sind richtig warm, so wie es die Säckelblume liebt. Sie trägt ja auch außerdem noch den Namen kalifornischer Flieder und das wegen ihrer Blüten. Ja, das werde ich Ihnen noch zeigen im Laufe des Jahres, wenn sie dann endlich beginnt zu sprießen und wenn sie dann schließlich im Hochsommer anfängt, ihre Blüten zu entfalten. Das werden Sie alles noch miterleben. So, hier meine Peonia rockii.
bei der ich ja ein bisschen das gezeigt hatte, dass sie einen Trieb verloren hatte. Der hängt auch hier rechts etwas herunter. Ist nicht weiter tragisch. Es ist noch eine relativ junge Pflanze. Ich denke, sie muss einfach noch mehr Jahre sich hier etablieren, bevor sie dann sich mehr verzweigt und dann auch mehr Blütentriebe ausbildet. In diesem Jahr hat sie einen einzigen Blütentrieb, der aber gut fortschreitet und bei dem ich hoffen darf, dass diese Blüte auch eine rosa Blüte, intensiv rosa Blüte, dass die sich öffnen wird. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Hier unten nochmal eine Säckelblume. Wenn man genau hinschaut, vielleicht in der Vergrößerung, liebe Zuschauer, wenn Sie es dann am Bildschirm vielleicht selbst vergrößern möchten, dann mag es sein, dass hier unten, hier in diesem Bereich, dass Sie da dann die Blüten, nicht die Blüte, sondern den Austrieb sehen, die Knospe, die ein bisschen dicker geworden ist. Ich kann es sehen, ich kann es auch beurteilen. Ja, dann möchte ich Ihnen noch mal zeigen, hier Spirea bumalda. Die hatte ich ja gewissermaßen mit Ihnen gemeinsam stark zurückgeschnitten. Und schauen Sie, wir könnten vielleicht mal, ich habe hier einen Meterstab, den habe ich hier. Und da könnten wir vielleicht mal gemeinsam messen, wie hoch sie inzwischen gediehen ist. Ich will mal schauen, dass ich das hier mit einer Hand hinbekomme, den auf die richtige Länge auszubreiten, auszuentfalten. Ist nicht ganz so einfach. Kleinen Augenblick noch. Ich glaube, die Höhe wird nicht ganz reichen. Habe ich den Eindruck? Doch, sie wird reichen. Sie reicht. Ja, wenn ich den hier auf den Boden abstelle, ich weiß nicht, ob man es sieht, dann komme ich auf knapp 47, sagen wir mal 47 Zentimeter, die der höchste Trieb bei dieser Spirea bumalda schon gediehen ist. Und wir haben gerade mal April und die Blütezeit dieser Pflanze ist Juli. Also die Pflanze hat noch einiges vor und sie wird auch noch um einiges größer werden. 47 Zentimeter Höhe hat sie also schon erreicht. Wir gehen einfach weiter, liebe Zuschauer. Das ist ja ein Rundgang, ein Gartenrundgang. Das sind die Videos, die sich, wie ich festgestellt habe, größter Beliebtheit erfreuen. Mehr als die einzelnen Pflanzenporträts. Ja, hier stehen wir vor einer ganz normalen Staudenpfingstrose, einer sogenannten Edelpäonie, Peonia lactiflora. Sie wächst und gedeiht. Und so langsam wächst sie auch hier in den Ring hinein. Ja, und ich brauche nur ein bisschen zu korrigieren. Wenn sie noch ein bisschen wächst, dann brauche ich diesen Trieb nur etwas hier reinzuschieben. Und dann kann sie locker da hineinwachsen, wird gestützt, wird aber in ihrem Wuchs und ihrer Bewegung, die sie ja durch den Wind vollführt, nicht beeinträchtigt. Wenn man sie zu starr anbindet, knicken sie auch leicht ab. Das möchte ich ja unter allen Umständen vermeiden, dass die schönen Blütentriebe abknicken und schon erst recht noch, bevor sie zur Blüte gekommen sind. Und das erreiche ich einfach dadurch, dass ich diese Bügel um sie herum in den Boden stecke und sie dann da einfach locker gestützt werden. Sie werden einfach nur so weit gestützt und es wird dann verhindert, dass sie eben durch den Wind zu stark zur Seite gebogen werden. Das ist alles. Aber sie sollen nicht in ihrer Bewegung behindert werden. Ja, hier nochmal Peonia sofruticosa. Das ist die, die ihr rotes Laub während des ganzen Jahres behält. Auch sie voller Blütenknospen. Und wenn man hier mal genau hinschaut, ich will mal sehen, ob ich das für Sie einfangen kann. Ja, ich glaube, ich habe die Blütenknospe eingefangen. Ich muss mal schauen. Ja. Da hat sich sogar die Blütenknospe schon ein klein wenig geöffnet. Aber es wird noch ein bisschen brauchen. Hier oben die Blütenknospe ist natürlich dicker. Das wird dann auch eine etwas größere Blüte werden. Insgesamt ist das aber alles sehr erfreulich, was sich hier tut. Dann gehen wir einfach weiter. Allium giganteum, der Riesenlauch, wächst und gedeiht. Vielleicht könnte man da auch mal messen, wie hoch er inzwischen ist. Ja, ich würde vermuten, so knapp 50 cm könnte er schon haben. Ich will mal gucken, ob ich das
hinbekomme, ja. Ich gehe mal mit dem Finger hier so ein bisschen rüber, ja. Also wenn ich das hier so richtig sehe, hat er so seine 50 Zentimeter schon durchaus erreicht. Ja, hier nochmal Peonia lactiflora, Staudenpfingstrose. Ja. Liebe Zuschauer, ich kann nicht garantieren, dass ich die Pflanze auch wirklich eingefangen bekomme im Bildschirm, die ich gerade bespreche. Wie gesagt, das liegt daran, es scheint schön die Sonne und der Bildschirm ist schwarz. Ich sehe eigentlich gar nicht, was ich gerade filme. So, dann hier die Bartblume. Da sehe ich gerade Erfreuliches. Sie treibt aus. Wunderschön an allen alten Stöcken, die ich ja stark zurückgeschnitten hatte, treibt sie aus, hat sie frische Blätter schon gebildet, Knospen sind zu sehen, die grün sind. Ja, das verspricht eine erfolgreiche Sache zu werden. So darf es weitergehen. Dann hier nochmal meine Bartiris oder auch Schwertlilie, Iris barbata. Ja. So, dann habe ich hier einen Neuerwerb einer Pflanze. Ich denke, Sie können sie sehen. Ich weiß es nicht, ob Sie sie sehen können, aber schauen Sie mal, diese wunderschöne Pflanze. Das ist auch eine, ja, eine Spire. Sie wird in dem Gartencenter, in der Gärtnerei, in der ich sie gekauft habe. Vorgestern habe ich diese Pflanze gekauft und dann eingepflanzt. Als Fasanenspire behandelt oder gehandelt. Sie trägt den botanischen Namen wie die Blasenspire, die rotlaubige, die zeige ich Ihnen dann gleich nochmal. Ist auch Physocarpus opulifolius. Und diese Sorte, die ich hier gerade filme, mit diesem wunderschönen kupferroten Laub im Austrieb, trägt den Sortennamen Amber Jubilee. Und ich war in dem Gartencenter und ich habe diese Pflanze stehen sehen, diesen Strauch stehen sehen, habe mich sofort da rein verliebt. Ich fand ihn einfach wunderschön. Und dann habe ich hin und her überlegt, sollst du dir den kaufen, sollst du ihn nicht kaufen? Immerhin kostet diese Pflanze, so wie sie hier steht, 19 Euro. Und da habe ich dann überlegt, sollst du es machen, sollst du es nicht machen? Wo kannst du sie hinpflanzen? Wo ist Platz? Und dann habe ich gelesen, dass diese Pflanze maximal 2 Meter hoch wird. Und da ich dann gesehen habe, dass sie denselben botanischen Namen trägt wie meine Blasenspire, die rotlaubige, deren alte Triebe ich dann an der Basis abschneiden konnte, um sie dazu zu animieren, neue Triebe zu bekommen, neben den einjährigen Trieben, habe ich gedacht, dann kann ich diese Pflanze doch genauso behandeln und sie wird mir niemals über den Kopf wachsen. Ja. Und jetzt steht sie hier und ich freue mich darüber und freue mich auch darauf, wenn sie dann Blüten bekommt. So, jetzt gehe ich mit Ihnen zur nächsten Pflanze, Exochordera zimosa. Niagara, so heißt die Sorte. Die Prunkspire, schauen Sie, liebe Freunde, liebe Gartenfreunde. Die ersten Blüten haben sich geöffnet. Besonders aber auch bei dem Exemplar dort hinten, dem größten Exemplar. Und jetzt habe ich hier ein schönes Ensemble aus 3 Pflanzen derselben Sorte. Und wenn ich hier mal versuche, so eine Gesamtaufnahme zu machen, dann sehen Sie es vielleicht, liebe Gartenfreunde. 3 weißblühende Sträucher, Kleinsträucher, die ja nicht sehr groß werden. Exochordera zimosa, Niagara, die Prunkspire. So, dann gehen wir weiter herum und schauen Sie hier vorne. Sedum telephium, die Fetthenne. Ja, es wächst und gedeiht, hat ihr wunderschönes blaugrünes Laub. Jetzt gehe ich nochmal hier rum und halte nochmal die Kamera in Richtung Exochordera zimosa mit ihren wunderschönen weißen Blüten, die jetzt beginnen sich zu öffnen. Und ich werde dann die Tage, wenn die Blüten geöffnet sind und wenn so diese Anmutung der übervoll hängenden Blütenzweige zu sehen ist, dann werde ich hier nochmal vorbeigehen und werde das nochmal für Sie dokumentieren. Wieder eine Strauchpfingstrose, Peonia suffruticosa, eine gelbblühende. Auch da wachsen und gedeihen die Knospen, die Blütenknospen.
werden jeden Tag ein bisschen dicker. Und auch hier würde ich meinen, maximal 10 Tage, denke ich, wenn die Temperaturen einigermaßen mitspielen, dann dürfte sie in Blüte stehen. Dann hier Helenium, die Sonnenbraut. Schauen Sie mal, wie die wächst, wie sie sich langsam in die Höhe reckt. Sehr erfreulich. Das sind sehr erfreuliche Entwicklungen. Und jetzt möchte ich Ihnen auch zeigen, etwas, was ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, glaube ich, in meinen Videos, den Hartriegel, den Blumenhartriegel, Cornus cusa. Sehen Sie das? Cornus cusa treibt aus. Darüber freue ich mich sehr. Sehr schön. Hat ganz bezaubernde Blüten, weiße Blüten, Blütenhüllblätter, Schaublätter. Bei Cornus ist das ähnlich wie bei einigen anderen Pflanzen, zum Beispiel bei Euphorbia, der Wolfsmilch, aber auch bei den Hortensien. Das, was wir so als Blüte wahrnehmen, diese großen weißen Blätter, sind Schaublätter. Das sind nicht die eigentlichen Blüten. Die eigentlichen Blüten sitzen auch bei Cornus, also bei dem Hartriegel, im Zentrum dieser 4 weißen Schaublätter und sind wesentlich kleiner, die eigentlichen Blüten. Diese Sorte trägt den Namen Cappuccino und Sie werden es später sehen, liebe Gartenfreunde, wenn ich Sie filme, wenn die Blüten voll entfaltet sind, dann werden Sie den Namen dieser Sorte sofort erkennen können und Sie werden sofort erkennen können, warum sie diesen Namen trägt. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen. Ich zeige sie Ihnen, wenn sie in voller Blüte steht, dann erklärt sich der Name Cappuccino ganz von selbst. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Hier ein etwas kleines Exemplar der Blasenspire, also Physocarpus opulifolius, ja, derselbe botanische Name wie die kupferfarbene, mit dem kupferfarbenen Laub im Austrieb, die Fasanenspire genannt wird, zu Deutsch, oder so ausgezeichnet bezeichnet wurde in dem Gartencenter, in dem ich sie gekauft habe. Und die rote, ja, die trägt den Namen Blasenspire, die Sorte Diabolo. Ja. Dann hier Schneeballhortensie. Schauen Sie, wie die wächst und gedeiht. Ja. Es ist wunderschön. Es ist eine solche Freude zu sehen, wie diese Hortensie, die ja die großen weißen Blütenbälle bekommt, wie die rasch in die Höhe wächst. Ich habe sie auf ungefähr 15 bis 20 Zentimeter über dem Boden abgeschnitten und sie wächst rasch in die Höhe. Genauso auch die Zwerggeißbärte der Sorten Johannisfest und Woldemar Meier. Und hier, wo sie so nebeneinander stehen, kann man sie einfach ganz wunderbar voneinander unterscheiden. Hier das große Exemplar der Blasenspire, Physocarpus opulifolius, Diabolo. Und hier auch hier wieder kann man wunderbar den Austrieb an der Basis erkennen. Das geht wunderbar voran. Ja, ich schwenke ein bisschen, weil ich wieder nicht richtig sehen kann, was ich hier gerade filme. Aber Sie können es bestimmt dann sehen. Ja, dann hier noch ein Seitenaustrieb, den ich dann mit dem Spaten abgetrennt habe und dann als eigenständige Pflanze hier hingesetzt habe. Auch wieder die Hortensie Annabelle, die Schneeballhortensie, Hydrangea arborescens. Ja, liebe Zuschauer, nun gehen wir einfach weiter. Wir gehen zum nächsten Hotspot sozusagen, zu dem neuesten Beet, was ich angelegt habe. So, und jetzt sehe ich auch, weil wir hier in einen Schattenbereich kommen, jetzt sehe ich auch wieder, was ich filme. Ja, hier meine 3 Exemplare der Iris sibirica, also der sibirischen Schwertlilie. Die, so hoffe ich, auch im Mai, ähnlich wie die Bartiris, wie die große Schwertlilie, dann auch blühen wird. Nummer 1, Nummer 2 und hier Nummer 3. Da muss man mal sehen, dass sie vielleicht noch ein bisschen zulegt und ein bisschen mehr wird. Aber ich hoffe sehr auf die Blüte im Mai. Wir werden sehen.
Und Sie, liebe Zuschauer, liebe Gartenfreunde, Sie sind dabei. Schauen Sie mal, wie der Waldgeißbart sich entwickelt, wie üppig er vorankommt. Noch vor 2 Wochen kam er kaum aus dem Boden herausgekrochen. Und nun schauen Sie mal, welche Größe er schon erreicht hat. Aber er hat bis Juni ja auch noch eine Menge vor. Er will mindestens 1,60 Meter, knapp 1,70 Meter hoch werden und die Blütenristen bis nahezu 2 Meter hochschießen lassen. Da hat er also noch einiges vor und deswegen legt er auch dieses Tempo vor im Wuchs. Man kann dieser Pflanze förmlich beim Wachsen zuschauen. Dann habe ich hier noch einen Neuerwerb. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, liebe Zuschauer, warum ich diese Pflanze nicht schon viel früher erworben hatte, eine Bergenie. Leider hat man, ich habe diese Pflanze auf dem Markt erworben, und leider hat man sie, was ich aber auch durchaus verstehen kann, hat man ihr die Blütentriebe abgeschnitten. So ist sie dann wahrscheinlich leichter zu handeln und zu transportieren für den Gartenhändler, der ja auf dem Marktplatz die Pflanzen aufbauen muss und abends wieder wegräumen muss. Und da würden wahrscheinlich die Blütenstiele dann sowieso abbrechen. Und dann hat er sie wahrscheinlich vorsorglich abgeschnitten. Ist nicht weiter schlimm, es ist eine langlebige Staude und sie wird jedes Jahr wieder blühen können. Das ist also kein Problem. Sie ist ja auch nicht nur eine Blütenstaude, sondern eben auch eine Blattschmuckstaude. Und sie hat ja auch ein wunderschönes Blatt, wunderschönes Laubwerk. So dass ich in jedem Fall den Kauf und Erwerb auch dieser Pflanze, selbst wenn sie vielleicht dieses Jahr nicht blüht, nicht zu bereuen brauche. So, hier nochmal die beiden Verwandten der Geißbärte. Im Vordergrund Johannisfest, also der Zwerggeißbart, der aus Asien stammt. Und dann unser heimischer Aruncus dioicus, der Waldgeißbart, der aus europäischen Gegenden kommt. Eine europäische Waldpflanze. Dann möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, nämlich die wunderschönen ersten Blütenansätze. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich werde es versuchen. Vielleicht können Sie es sehen, liebe Gartenfreunde. Mein Salomons Siegel und die ersten Blütenansätze sind da. Der Wind weht heftig, ich gebe es zu. Es wird schwierig sein, etwas zu sehen, aber ich halte einfach ein bisschen drauf und warte ab, bis der Wind mal kurz eine kleine Pause macht. Und dann kann man schon so ein bisschen ahnen, diese Blütenglöckchen, die an den überhängenden Trieben herunterhängen. So ein ganz kleines bisschen vielleicht kann man es ahnen. Auch diese Pflanze hat ein enormes Wuchstempo vorgelegt. Auch bei ihr war es ja so, dass vor 2-3 Wochen sie noch gerade aus dem Boden herauskam. Und nun hat sie schon diese Höhe erreicht. So, dann gehen wir weiter. Dieses Ensemble ist ja so angelegt, dass ich sozusagen als Gerüst die 4 Waldgeißbärte gepflanzt habe. Die sollen ja das Gerüst dieses Beetes bilden. Sozusagen den Rahmen an 4 Ecken, 4 Geißbärte, da haben sie Platz, sie können sich ausdehnen, können in die Höhe wachsen, können in die Breite wachsen, kommen keiner anderen Pflanze zu nahe, rücken ihr nicht auf die Pelle oder unterdrücken sie und begraben sie unter ihrem großen Laubwerk. Alles das habe ich zu vermeiden versucht, indem ich sie eben weit genug auseinander gepflanzt habe. Das Beet ist ja auch groß genug für 4 Geißbärte. Und dann verträgt es ja auch noch einige andere Pflanzen, die ich dann noch hingesetzt habe. Wie zum Beispiel hier hinten, hinter diesem Schild, hinter diesem weißen Schild. Da steht auch eine Schneeballhortensie, ein ganz kleiner Wurzelschössling, den ich einfach ausgegraben habe. Der war noch zurückgeblieben, als ich eine andere verpflanzt hatte und kam dann einfach ein Jahr später aus der Erde heraus. Und dann habe ich mir gedacht, gut, den nehme ich, den kann ich gut gebrauchen. Und den habe ich dann hier hingesetzt. Der wird natürlich, weil er so jung und klein ist, dieses Jahr noch nicht blühen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus im nächsten Jahr schon Blüten bekommt, weil er dieses ganze Jahr Zeit hat, seine Wurzeln in den Boden zu stecken und auszubreiten.
und schon einen gewissen Wurzelstock anzulegen, aus denen dann im nächsten Jahr auch mehrere Triebe herauskommen werden. Davon gehe ich fest aus. Dann möchte ich Ihnen hier noch eine schöne Pflanze zeigen, das Kaukasus Vergissmeinnicht Brunnera Makrophylla. Schauen Sie sich das an. Sie blüht jetzt schön. Blüht schön, wunderschöne Blätter. Ja, nächste Pflanze, Ligularia Przewalski, das Kerzengreiskraut oder Goldkolbengreiskraut oder Kreuzkraut. Wir Deutschen geben den Pflanzen immer mehrere Namen, als wenn wir sicherstellen wollten, dass wir auch wirklich die treffendste Bezeichnung in den Namen hineingepackt haben. Ja, die Blüten kommen später. Sie werden es erleben. So, dann hier noch ein kurzer Schwenk hier rüber. Vielleicht noch mal zu meinem weißen tränenden Herz. Schauen Sie sich das an. Sie scheint die Verpflanzaktion, die ich mit ihr gestartet hatte, sehr gut zu verkraften. Sie steht wunderschön, entfaltet ihre Blüten. Ja, ist ein sehr erfreulicher Anblick, wenn ich mir das hier so anschaue. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, weil ich zu einem anderen Stück oder einer anderen Ecke meines Gartens gehen möchte. Und zwar möchte ich mit Ihnen zum Mittelbeet gehen. Und gleich das Erste, worauf ich zugehe, ich sehe, Lavendel wird nächste Woche geschnitten. Und dann werde ich Sie wieder daran teilhaben lassen, liebe Gartenfreunde, wenn ich Lavendel nächste Woche schneide. Es soll nächste Woche nach dem kalten Sonntag mit den Temperaturen wieder etwas aufwärts gehen. Es soll wohl weitgehend trocken bleiben. Das wäre eine gute Zeit, ihn jetzt dann tatsächlich zurückzuschneiden. Diese Aktion werde ich also nächste Woche starten und dann sind Sie dabei. Die San Tedesca Eliotiana, die Kalla, die Zimmerkalla, die gelbblühende. Die Blüte schreitet voran. Und jetzt kann ich Ihnen noch etwas zeigen, liebe Gartenfreunde. Und zwar Geum coccineum, die Nelkenwurz, von der ich ja schon mal gesprochen habe und auch erzählt habe, dass auch sie, genauso wie der Wiesenknopf dahinter, ein Rosengewächs ist. Und schauen Sie mal, die Blütenknospen sind dabei, sich zu bilden, sich zu entfalten. Die Triebe werden noch wesentlich größer, wesentlich länger. Die wird ungefähr auf 1 Meter, 1,20 Meter anwachsen. Und wird ständig neue Blüten produzieren an diesen langen, hoch aufragenden Stielen. Und das werden Sie alles noch miterleben können. Wir gehen weiter. Ich habe dann doch noch kleine Geißbärte erworben, 4 Stück, die ich dann hier hingesetzt habe. Ja, um das Ganze etwas abzurunden. Ich habe jetzt also hier in diesem Mittelbeet hier an dem unteren Rand sozusagen in einer gewissen Reihenfolge oder einer gewissen Reihe, ohne dass sie je die Chance haben, zu einer Hecke zusammenzuwachsen, das möchte ich unbedingt vermeiden, habe ich 15 Exemplare von Aruncus etusifolius, dem kleinsten der Zwerggeißbärte, der ja pro Exemplar nicht höher wird als 30 cm. Hier nochmal eine Blasenspire. Auch die habe ich ja, ähnlich wie die große, die ich Ihnen ja schon gezeigt habe, kräftig ausgelichtet, alle alten Triebe an der Basis abgeschnitten und auch sie treibt an der Wurzel oder an der Basis neu aus, neben den Trieben, die ja sowieso vom letzten Jahr standen und an denen dieses Jahr sich die Blüten bilden. Hier ein Rispenhortensie, ja, es grünt. Es grünt und die Rispenhortensien, ja, noch ein bisschen zögerlich, aber sie treibt aus. Und das ist das Entscheidende. Ja, der kanadische Flieder treibt seine Blüten voran. Wir gehen einfach ein bisschen weiter. Ich will mich gar nicht so lange aufhalten an den einzelnen Dingen. Wir machen ja einen Rundgang. Hier mein Ensemble aus San Tedesca Eliotiana. Auch da sind ja mindestens 3 Pflanzen schon ganz kräftig dabei, die Blüten auszutreiben. Das geht also alles ganz prima voran. Und weiter geht's. Hier noch 2 Exemplare der Canna Indica, Cleopatra.
Und dort hinten ist so ein kleiner grüner Buschel, Blattbüschel, genauso wie hier drüben. Da habe ich mir etwas Neues gekauft, hier hinter diesem Schild. Eine Edeldistel, eine Pflanze, eine Staude, ja, eine Distel ohne Stacheln. So hoffe ich, mit blauen Blüten und einer Wuchshöhe von 80 Zentimetern, wenn man der Beschreibung, die am Schild des Pflanzentopfes war, Glauben schenken darf. So, dann gehen wir weiter. Hier meine Zwerggeißbärte, Woldemar Meier, hier hinten im Hintergrund Johannisfest. Ja, dann hier Agnes Smith, der kanadische Flieder, weißblühend. Ja, da sehe ich auch, die Knospen schwellen voran und die Triebe werden langsam ausgebildet aus dem alten Holz, ganz wie der Flieder das eben kann. Und da unterscheidet sich der kanadische Flieder überhaupt nicht von unserem heimischen Flieder, dem Syringa vulgaris. Beide können sie am alten Holz austreiben, haben schlafende Knospen. Und wenn oben die Triebe verloren gehen, das macht nichts. Flieder treibt dann eben unten am alten Stock wieder aus. So, hier meine eichenblättrige Hortensie, Hydrangea quercifolia, wächst und gedeiht, entfaltet langsam ihr ganz typisches, markantes, eichenblättriges, wie Eichenblätter geformtes Laub. Ich will versuchen, es einzufangen. Liebe Zuschauer, ich sehe nicht genau, was ich hier gerade filme. Ich ahne etwas, aber vielleicht können Sie es sehen. Das ist Hydrangea quercifolia, die eichenblättrige Hortensie. Da habe ich ja schon in den anderen Videos gesagt, als einzigen Pflegetipp bei dieser Pflanze möchte ich Ihnen einfach nur mitgeben, wenn Sie sie gepflanzt haben, wenn Sie sie gut angewässert haben, dann lassen Sie sie fortan in Ruhe. Den Rest erledigt die Pflanze selbst. Das Einzige, was man machen müsste bei sehr trockenen, heißen Sommern, man sollte immer schauen, dass sie ausreichend feuchten Boden hat, dass man also wässert. Sonst aber gibt es für diese Pflanze keine Pflegemaßnahmen. Nichts schneiden, gar nichts, einfach in Ruhe lassen, kein Rückschnitt, kein Formschnitt, nichts dergleichen. In Ruhe lassen, wachsen lassen. Die Pflanze bildet ihr eigenes schönes Gerüst auf und sie wächst langsam. Man muss also da nicht ständig mit der Schere an dieser Pflanze herumschnibbeln. Ist ja auch schön für Menschen, die vielleicht auch wenig Zeit haben, sich um ihre Pflanzen in ihrem Garten zu kümmern. Dann wäre dieses hier, die eichenblättrige Hortensie, Hydrangea quercifolia, durchaus meine Empfehlung. Für Menschen, die nicht viel Zeit, nicht viel Gelegenheit haben, sich intensiv um ihre einzelnen Pflanzen zu kümmern, wäre das die Empfehlung. Hier nochmal Geum coccineum, die Nelkenwurz. Auch diese Pflanze hat ihre Blütenknospen angesetzt, ihre Blütentriebe angesetzt, die noch gewaltig in die Höhe wachsen werden und die dann wunderschöne orangefarbene, rundliche Blüten hervorbringen. Ja, das ist das Mittelbeet. Und jetzt, liebe Gartenfreunde, möchte ich mit Ihnen noch eine weitere Messung vollführen. Ich glaube, ich muss mein Zentimetermaß sogar etwas noch um ein Glied erweitern, um das messen zu können. Sehen Sie hier diese Pflanze vor mir? Ja, ich muss mal schauen, dass ich sie auch wirklich eingefangen bekomme. Vielleicht sieht man's. Ich muss mich jetzt einfach mal darauf verlassen, dass es irgendwie klappt, so wie ich meine Kamera hinhalte, weil ich leider auf dem Bildschirm gar nicht sehe, was ich gerade filme. Aber ich sehe, dass mein Zentimetermaß bei 70 Zentimeter noch nicht ausreichend ist, um die Höhe dieser Pflanze messen zu können. Jetzt könnte es klappen. Ich gehe jetzt dabei. Ich sehe hier gerade, dass ich das einigermaßen in der richtigen Richtung habe. Hier ist meine Hand, jawohl. Hier ist mein Daumen. Und dann kann ich jetzt hier messen und Sie können es selber sehen. 72 Zentimeter
ist der Blütenstiel der Camassia leichtlinii cerulea, also der Prärielilie, gediehen. Und vielleicht sehen Sie es auch schon, liebe Zuschauer, da ist so ein Hauch von Blau zu sehen. Darüber freue ich mich natürlich riesig. Und das ist jetzt eine Sache von wenigen Tagen. Und dann werden sich die Blüten, die sternförmigen Blüten, öffnen. Und dann sind sie wieder mit dabei. So, hier nochmal eine Rispenhortensie, Sunday Fraise, Hydrangea paniculata, Sunday Fraise, mit Blüten wie Vanilleeis und Erdbeersoße. Das war diese Sache. Dann der Lavendel, der schon richtig grün austreibt. Also da sehe ich auf jeden Fall, nächste Woche werden die 7 Exemplare des Lavendel, die ich ja in meinem Garten habe, geschnitten werden müssen. Und dann sind sie mit dabei. Sie können dann wieder vorher, nachher das Ergebnis sehen. Peonia peregrina, die etwas besondere Stauden-Pfingstrose, die mich ein bisschen Recherchearbeit gekostet hat, um herauszufinden, welche Art der Staudenpfingstrose ich denn da gekauft hatte, die ja falsch beschriftet war. Sie war beschriftet als Peonia lactiflora und Sie sehen es vielleicht selbst. Das kann es nicht sein. Sie kann unmöglich eine Lactiflora sein bei diesen Blättern. Und ich sehe gerade, sie hat tatsächlich in einem Trieb eine schöne dicke Blütenknospe. In dem zweiten Trieb kann ich es, ja, da sitzt auch eine Blütenknospe. Und bei dem dritten kurzen Trieb, da wird man sehen müssen, ob das überhaupt noch was wird. Wir werden es sehen. Hier nochmal eine intersektionelle, eine etwas kleinere. Ich habe ja zwei von denen. Die Ito-Hybride. Ja, bei ihr ist etwas passiert, das könnte ich Ihnen vielleicht dann doch zeigen, liebe Gartenfreunde. Bei dieser Pflanze ist etwas passiert. Sie hatte einen Trieb vom Vorjahr, einen verholzenden. Den Winter hat sie überstanden, dann hat sie den neuen Trieb ausgebildet, angefangen, begonnen auszubilden. Und jetzt lässt sie ihn einfach verkümmern und verrotten. Das heißt, ich werde also diesen Trieb, diesen verholzten Trieb, der jetzt vor sich hin abstirbt, dann auch abschneiden können. Er dient dieser Pflanze nicht mehr, der wird auch nichts mehr produzieren. Und den werde ich dann noch, ja, vielleicht im Laufe des Sommers oder im Herbst einfach abschneiden. Das macht ja nichts, weil sie ja die Kreuzung ist aus Strauch und Staudenpfingstrose, dann treibt sie eben aus dem Boden heraus nächstes Jahr wieder neu aus. Und wenn dann mal ein verholzter Trieb vom Vorjahr oder von vor 2 Jahren abgestorben ist, dann ist das bei dieser Ito-Hybride überhaupt gar kein Beinbruch. So, wir gehen weiter. Peonia lactiflora wächst und gedeiht, hat schon ihre Blütenknospen angesetzt. Das ist immer eine Freude. Und auch die habe ich abgestützt. Man sieht es kaum, dass da diese Bügel drumherum gruppiert sind. So wird sie leicht abgestützt und es wird verhindert, dass die Triebe durch den Wind auf den Boden gelegt werden. Dann hier die größere der beiden Ito-Hybriden. Schauen Sie mal, wie kräftig diese Pflanze wächst. Gerade die Triebe, die aus dem Boden herauskommen, haben schon die Höhe der Vorjahrestriebe erreicht. Ja, auch da darf ich mit Blüten rechnen. Strauchpfingstrose, auch mit großen Blütenknospen bestückt. Ich zähle mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auf Anhieb 10, 11. 11 Blütenknospen, diese Strauchpfingstrose. Ja, da macht das Gärtnerleben Spaß, das ist schön, wenn dann so gewisse Erfolge da sind. Dann möchte ich Ihnen hier doch tatsächlich nochmal Rhododendron Impeditum zeigen. Einige Blüten hat er noch zusätzlich geöffnet. Und nun steht er hier in voller Pracht und zeigt mir sein wunderschönes Lila, sein richtig schönes Violett. Er trägt den Namen Violetta vollkommen zurecht.
Ich muss mich mal ein bisschen mit dem Rücken in den Wind stellen, damit mein Mikrofon nicht so die Windgeräusche einfängt, sonst verstehen Sie mein Wort nicht. Das wäre dann ein bisschen sinnlos. Hier nochmal eine wunderbare, kräftig austreibende Annabelle, Hydrangea arborescens Annabelle, die Schneeball- oder Waldhortensie, treibt wunderbar aus. Oder hier vorne meine kleinen zarten Astilben. Sie sehen vielleicht hier schon ein bisschen dieses dunkelgrüne Laub. Ja. Dann Fritillaria meleagris, die Schachbrettblume. Ja, sie verblüht jetzt. Das ist in Ordnung. Jetzt fällt mir ein, ich könnte Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen. Dann gehe ich doch noch mal hier rum. Werde mal ein bisschen Windschatten für mein Mikrofon, dann hören Sie es besser. Und schauen Sie mal, das ist eine Baumlilie, die ich Ihnen vor einigen Tagen gezeigt hatte, wo nur ein Trieb zu sehen war. Und es waren noch die vertrockneten Stockrückstände vom Vorjahr stehen geblieben. Und jetzt kommt das Kuriose an dieser ganzen Geschichte. Der zweite Trieb fehlte. Ich hatte mich gewundert. Ich hatte gedacht, gut, im letzten Jahr hatte die Pflanze zwei Triebe ausgebildet und die Stöcke waren ja auch stehen geblieben. Die hatte ich dann ungefähr bei 40, 50 Zentimeter abgeschnitten, hatte sie aber stehen lassen, eben um anzuzeigen, hier steht also meine Lilie. So, und jetzt war Folgendes passiert. Den einen Trieb hatte man gesehen, den hatte ich Ihnen auch gezeigt in einem Video. Der zweite war versteckt. Wo war er versteckt? In dem alten Trieb vom Vorjahr, in dem Hohlraum des alten Triebs vom Vorjahr. Da hinein ist dieser neue Trieb hier links. Der linke von den beiden, der ist sozusagen in den alten, vertrockneten Trieb des Vorjahres, der innen hohl ist, hineingewachsen und hat es aber leider nicht geschafft, den alten Trieb dann wegzureißen. Der war nämlich noch sehr feste verbunden mit der Erde oder mit den Rückständen unter der Erde. Und dann habe ich da regelrecht Geburtshilfe leisten müssen. Ich habe ihn regelrecht herausschälen müssen, vorsichtig, um den Trieb nicht abzubrechen. Habe ich dann vorsichtig, wie wenn man ein Ei schält, habe ich diesen Trieb aus dem alten Stock herausgeschält. Dann war er noch ganz weiß und hat aber schon jetzt nach zwei Tagen, hat er schon ganz, dadurch, dass er von der Sonne jetzt beschienen wird, hat er schon schön die Farbe des anderen Triebes auch mit angenommen. Das sind manchmal so kleine Operationen, liebe Gartenfreunde, die man dann machen muss. Hier zeige ich Ihnen dann nochmal meine Rispenhortensien, Phantom, Limelight. Schauen Sie mal, wie Limelight austreibt. Ja? Und dann nochmal Phantom, aber auch wunderschön im Austrieb. Die Knospen, die langsam aufgehen und langsam kann man die sich entfaltenden Blätter sehen. Dann habe ich hier eine Gartenform eines Farns. Kein Wildfarn, also kein Waldfarn, der sich ausbreitet und tüchtig Ausläufer treibt. Das ist bei diesem Farn nicht der Fall. Es ist eine Gartenform. Den Namen weiß ich leider nicht, aber ich halte ihn einfach als Farn, als Gartenfarn. Und so pflege ich ihn. Ja, wir gehen ein bisschen weiter. Gibt noch ein bisschen was zu sehen. Ich könnte Ihnen hier noch meinen eigenen Sämling zeigen. Der Pfingstrose, Peonia sophroticosa, bei dem ich ja erst in 2 bis 3 Jahren wissen werde, welche Farbe er annimmt. Ich vermute, es wird ein Rosa sein. Man wird es sehen. Rispenhortensie Pinky Winky, die jetzt erst austreibt. Dann kann ich Ihnen noch zeigen die Perovskia Abrotanoides, der Silberstrauch oder die Blauraute. Ja, ihr tut die Wärme und die Sonne tut ihr gut.
und dann treibt sie tüchtig aus. Das ist sehr schön, diese Entwicklung zu sehen. Der starke Rückschnitt macht dieser Pflanze nichts. Im Gegenteil, er fördert kräftiges Wachstum. Und sie kann ja in diesem Jahr bis zu 1,60 Meter, 1,70 Meter Höhe wachsen. Dann hier hinten Aconitum napellus, der Bergeisenhut, unser heimischer Eisenhut, der ja im Juli blühen möchte. Also so allzu viel Zeit hat er nicht und er muss ja ungefähr auch 1,60 Meter, 1,70 Meter Höhe erreichen. Er hat also noch ein bisschen was vor, ist aber auf einem guten Weg. Das ist der blaue Eisenhut, den ich hier stehen habe. Hier drüben ein Exemplar des weißen Eisenhutes, auch Aconitum napellus. Davor Aconitum carmichaeli arendtii, das ist der blaue Eisenhut, der China-Eisenhut, der ja erst sehr spät blüht, im Herbst, im Oktober. Je nachdem, wie die Witterung ist, ob Fröste da sind oder nicht, dann bis in den November hinein seine großen blauen Blüten bekommt. Dann gehen wir weiter zur Bauernpfingstrose. Die kann ich Ihnen auch zeigen in ihrem Fortschritt. Da geht es also auch wirklich wunderbar voran. Schauen Sie mal. Die Blütenknospen sind da, man sieht sogar schon die Farbe, weil sie schon ganz allmählich beginnen sich zu öffnen. Wird auch noch wenige Tage brauchen, 3, 4, 5 Tage vielleicht, dann steht die Bauernpfingstrose in Blüte. Ja, von der Bauernhortense gibt es nicht allzu viel Neues zu sehen. Hier sind diese Temperaturen immer noch nicht warm genug. Sie wartet noch ein bisschen auf die wirklich warmen Tage, vor allen Dingen, wenn die Nächte dann nicht mehr so herunterkühlen, wie sie das derzeit immer noch tun. Dann denke ich, dann wird auch die Hortensie langsam wuchsfreudiger. Rhododendron luteum, in diesem Fall auch tatsächlich eine gelbblühende Duftazalee. Auch da werde ich Ihnen dann die Fortschritte weiter zeigen. Und natürlich, wenn sie blüht, wenn sie ihre wunderschönen gelben Blüten entfaltet, das alles werden Sie in diesem Jahr mit mir gemeinsam erleben können. Hier die weißblühende Sorte, die ist im Austrieb noch etwas hinterher. Auch Rhododendron luteum, Duftazalee mit weißen Blüten. Meine Zwerggeißbärte wachsen und gedeihen. Woldemar Meyer hat immer noch sein bronzegrünlich oder ja, grünes Laub mit Bronzehauch. Im Gegensatz zu Johannisfest, schauen Sie mal. Und bei Johannisfest, liebe Gartenfreunde, da werden wir jetzt einfach mal gemeinsam eine Messung vornehmen. Schauen Sie mal, wie Johannisfest gediehen ist. Und ich muss jetzt unbedingt messen, wie hoch Johannisfest inzwischen gewachsen ist und welchen Durchmesser er inzwischen erreicht hat. In dieser kurzen Zeit, seit wir ihn zusammen beobachten, ich stecke und jetzt schauen wir mal, was wir da als Höhe sehen. 35 cm, ja. 35, 36 cm kann ich erkennen. Wuchshöhe, Wuchsdurchmesser versuche ich mal zu ermitteln. Das wird mit der Kamera schlecht einzufangen sein. Aber ich komme hier ungefähr auf eine Wuchsbreite, Wuchsdurchmesser jetzt schon von 80 cm. Also jetzt schon 2 Monate, bevor er zur Blüte kommt. Oder sagen wir 1,5 Monate. Er blüht ja im Juni. Wir haben jetzt das letzte Aprildrittel erreicht. Man kann jetzt also sagen, wir haben Ende April, also von Ende März bis April, ungefähr in 4 Wochen, wächst Aruncus etusifolius Johannisfest in eine stattliche
in einen stattlichen Durchmesser von 80 cm bei einer Höhe von 36, 37 cm. In der Höhe wird er noch einiges zulegen, in der Breite auch noch ein bisschen. Eine stattliche Pflanze jetzt schon, obwohl sie noch gar nicht ihre volle Größe erreicht hat. Dann möchte ich Ihnen auch zeigen, wieder Cimicifuga ramosa oder auch Actea ramosa. Sehen Sie das wunderschöne schwarze Laub, auberginefarben, fast schwarze Laub. Das ist eine Pflanze, die ich sehr mag. September Silberkerze heißt sie mit deutschem Namen. Dann zeige ich Ihnen noch ein zweites Exemplar, wo ein Blatt schon sich so richtig schön über den Boden erhebt. Auch da wunderschön die Fortschritte zu sehen. Ich mag diese Pflanze, vielleicht können Sie das nachvollziehen. Ich mag überhaupt rotlaubige Pflanzen sehr, mit tief dunkelrotem Laub. Finde ich sehr apart, sehr dekorativ. Und es wird weitergehen, sie wird sich weiter entfalten, wird weitere Triebe aus dem Boden herausschieben. Die Blätter werden größer, die Blattstiele werden noch länger. Und schließlich dann zum September, wenn dann die Blüte kommt. Und das werden Sie alles mit mir gemeinsam erleben können. Wir gehen nochmal zu Aruncus dioicus kneifi. Auch er wächst und gedeiht. Sehr zart, sehen Sie das? Dieses ganz feine, stark geschlitzte Blatt. Das ist Aruncus dioicus kneifi, also der Waldgeißbart, der geschlitzte Waldgeißbart, der insgesamt eher zart ist, nicht so robust, nicht so standfest. Aber eine sehr, sehr dekorative Pflanze. So, machen wir noch mal eine kleine Pause. So, dann bin ich hier noch mal zu meinen Tulpen gekommen, von denen ich ja vermute, dass das Darwin-Hybriden sind. 70 cm, ich habe sie gerade einfach mal gemessen. Es ist bei diesem starken Wind nicht einfach, sie zu messen. Aber wenn ich es richtig gemacht habe, dann hat also der Blütenstiel 70 cm Höhe erreicht. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal vorführen, wie groß die einzelnen Blüten sind. Ich will mal probieren, ob ich dann doch auch die Blüteninnenseite Ihnen zeigen kann. Denn diese Tulpe ist einfach wunderschön, auch von der Innenseite her. Wir versuchen das jetzt hier gemeinsam. Erstmal hier so diese Anmutung, dieses starke, kräftige, leuchtende, feurige Rot. Natürlich im Sonnenlicht noch viel stärker zu sehen. Und jetzt gehe ich mal und will mal schauen, ob ich hier eine Blüteninnenseite gezeigt bekomme. Ich glaube, das könnte klappen. Schauen Sie mal. Der tiefschwarze Blütenboden. Dann gelb gerandet, bevor es dann nicht in einem Übergang, sondern abrupt von schwarz in gelber Streifen und dann sofort ins Rot, ohne Übergang, ohne fließenden farblichen Übergang. Also die Farben von gelb nach rot oder von gelb nach schwarz fließen nicht ineinander über, sondern sie sind deutlich voneinander abgegrenzt. Ja. Eine wunderschöne Tulpe. Ich gehe noch mal, um einfach mal diese Größe dieser Tulpenblüte, dieser einzelnen Tulpenblüte zu zeigen. Ich werde mal mit meiner Hand etwas daran gehen und dann versuche ich das mal etwas zu verdeutlichen, welche Größe diese Tulpenblüten haben. Schauen Sie mal, das hier ist meine Hand. Und ich kann diese Tulpe so festhalten, dann hat man mal ungefähr ein Größenverhältnis, wie stattlich diese rote Tulpe ist und wie groß die Blüten sind, wie groß die Einzelblüten sind. Und dann hier im Ensemble wirken sie natürlich, wenn sie hier als eine größere Gruppe zusammenstehen, das wirkt. Ich sah heute eine Nachbarin, die hier im Vorbeigehen schnell ein Foto machte und es offensichtlich irgendjemandem, den sie, weiß ich nicht, über WhatsApp oder wie auch immer, kontaktiert hatte und ihm schnell das Foto zugeschickt hat. Ja, und das sind dann meine Freuden, dass ich sehe, die Arbeit, die ich mir hier mache, die wird gesehen und die Ergebnisse
erfreuen nicht nur mich, sondern auch andere Menschen, die hier vorbeigehen und sich das anschauen können. Nochmal ein kurzer Schwenk rüber zu den orangenen Tulpen. Wir gehen einfach mal gemeinsam dahin, liebe Gartenfreunde. Ich muss ein bisschen achten, dass ich nicht meine schönen Anemonen zertrete. So, aber hier sieht man schon deutlich, die orangefarbenen Blüten sind ganz allmählich dabei, sich zu verabschieden für dieses Jahr. Und das ist völlig in Ordnung. Sie haben sehr lange geblüht. Ich habe sehr viel Freude damit gehabt. Und nun ganz allmählich verabschiedet sich die orangefarbene Tulpe. Und ja, wird dann irgendwann das Ende ihrer Vegetationszeit einläuten. Ich werde sie daran hindern, Samen anzusetzen, weil das zu viel Kraft kostet. Ich möchte, dass sie über die Blätter noch viel Photosynthese betreibt und Chlorophyll anbaut und dadurch Stärke in ihrer Zwiebel einlagert, die ja sich unten jetzt gerade bildet und sie dadurch gut ernährt mit dem Zucker, das sie oben durch die Photosynthese gebildet hat. Hier noch eine Anemone. Ja, kleine zierliche Blüte, gehört unbedingt zum Frühling mit dazu, die Frühlingsanemone. So, dann hier noch ein Neuerwerb einer Euphorbia Amygdaloides purpurea. Und muss ich viel erklären, liebe Gartenfreunde, warum diese Sorte purpurea heißt? Man sieht es vielleicht, der Stiel und die Blätter, die Farbe der Blätter. Ich denke, es ist selbsterklärend, warum diese Sorte purpurea heißt. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich ein großer Fan der Wolfsmilch bin. Und dann musste ich die Pflanze noch miterwerben. Und dann steht sie hier direkt neben einer weiteren Amygdaloides, Robbiae. Ja. Und so vergesellschafte ich allmählich hier einige verschiedene Exemplare der Gattung Euphorbia. Wir schauen uns noch Endless Summer an. Hydrangea macrophylla, also eine Bauernhortensie, aber Endless Summer, von der ich ja das schon erwähnt hatte, von der es heißt, dass sie am diesjährigen Trieb blühen könnte. Das würde bedeuten, liebe Gartenfreunde, dass diese Triebe, die hier unten aus der Basis herauskommen, die Fähigkeit haben sollen, Blüten anzusetzen. Und das werden wir gemeinsam beobachten. Ich werde das für Sie festhalten und dokumentieren. Ob das so ist, ob es hier bei mir in meinem Garten auch so ist oder ob am Ende ein anderes Ergebnis dabei herauskommt. Wir werden das gemeinsam beobachten. So, dann bin ich eigentlich auch schon so gut wie durch. Das Video ist, wie ich sehe, schon wieder recht lang geworden. Dann nochmal Euphorbia goldener Turm. Vielleicht als Abschluss für heute. Wächst und gedeiht, kommt langsam in die Höhe. Ja, eine der Pflanzen, die ich sehr mag. Und dann habe ich schließlich noch eine letzte, auch ein Neuerwerb. Ja, die hat einen etwas sperrigen Namen, Euphorbia characias, Subspecies wulfenii. Ich sehe gerade, dass ich auf dem Schild ein L vergessen habe. Die heißt Wulfenii. Ich habe geschrieben Wufenii. Das ist falsch. Da muss ich noch schauen, ob ich dieses Schild korrigiert bekomme. Ja, die soll auch so zwischen 70 und 80 cm hoch werden. Und so wie es aussieht, wird sie etwas später erst blühen. Sie ist noch im Austrieb und wird wahrscheinlich erst später blühen. Liebe Gartenfreunde, das soll es für heute gewesen sein. Das war der Rundgang am Samstag, dem, das muss ich überlegen kurz, wir haben heute den 23. April 2022. Alles Gute, bis zum nächsten Video.